Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Ach, Großarbeit, großes Aufschütten, extrem. Auch großes Abbauen. Ja, das hier läuft gut. Das hier auch. Und ja, wir haben immer noch viel vor uns hier. Oh ja, eine Schicht nach der anderen füllen wir nach und nach auf. Der Berg hier ist zum größten Teil gewichen. Ja, bei Stein haben wir aber das Problem, dass wir keinen Platz mehr haben. Also ja, wie ich sagte, noch mal. Wir haben jetzt hier 6, also nochmal 4, also 6 mal 10, 60 haben wir bis jetzt. Also nochmal 4. Dann sind wir bei 10. Wir können genau 8000 Steine bekommen. Also sind wir bei 10 mal 10, bei 100 mal 80 sind 8000. Das sollte dann Steinlager definitiv reichen. Und ja, vor lauter Dunkelheit kann man teilweise nichts erkennen. Das Einzige, was bedeutet, das ist der Riesenhaufen Brimstone hier. Ja, und ich hoffe mal, dass bald auch wieder Tag wird. Dass wir unseren Fortschritt besser sehen können. Ja, ein bisschen ist er ja zu sehen. Ja, fleißig aufgeführt wird auch. Also, wenn ich es richtig weiß, wollen wir die Höhe hier erreichen erstmal.
wäre hier drüben die Höhe. So hin. Was war gerade dieses Mal? Was auch immer das gerade soll. Also ja, außer dass es aussieht, als ob der halbe Berg jetzt weggebrochen ist, während wir nicht aufgepasst haben. Wer auch immer da langstiefelt, soll jetzt mal das Zeug aufheben, was weggeklopft. Ja, schon viel besser. Also ja, ich wollte was gucken. Wir müssen zwei drauf. Ja, hier fehlt die Erdschicht, aber das kommt dann hin. Ja. Und ja, wenn man sich nicht zu helfen weiß mit den Höhenunterschieden, macht man es eben so. Aber hey, ist auf jeden Fall schön hier mit anzusehen, wie langsam die Baumstämme verschwinden. Also die Baumstämme, die wir hier platziert haben, halt unter der Erde verschwinden. Hey, er ist auch bald fertig. Kann dann wieder dem Haupttrupp helfen. Bis wir halt einmal sind. Müssen wir halt gucken, wie wir von hier aus weiter zuschütten können. Haben sie schon wieder einen Block rausgehauen? Was soll der Bild?
Ja, von dem herausstehenden ist jetzt zum Glück fast nichts mehr übrig. Okay, da kommt Chibo mit seiner letzten Ladung. Das Fleckchen. So, das Flat wäre erledigt. Jetzt weiß ich, wie der Block jetzt in der Luft schweben kann. Ich hoffe, da kommt er hin und macht ihn weg. Nicht, dass er dafür ewig in der Luft hängt. Ja, sehr schön. So, hier müssen wir noch ein bisschen warten. Es wird wenigstens Tag, also sehen wir mal wieder was. Wir sehen, dass es gut aussieht. Wir haben fast nichts mehr zu sehen vor dem Holz, was wir hier gesteckt haben. Ja, wir können einfach mal so gut sein, versuchen zu verschieben. Ja, es sieht gut aus. Also ja, wir decken immer noch hier alles ab. So, es ist auch zum Glück nicht mehr viel da, was raushängt.
Oh, der hat jetzt fast einen Abflug gemacht. Ah ja, kannst du dich schon mal um uns kümmern? Erstmal herausfinden, was passiert, wenn wir das hier weghauen. Okay. Gut. Die sind auch fleißig. Der nächste Victor lässt noch auf sich warten. Drittel nicht mal haben wir. Also 800 mal 3 wären 2400. Waren 2500, das sind noch 100 mehr. Ihr braucht mal wieder Zeug, was irgendein anderer hat. Auch immer das immer soll. Naja, wir haben fast hier so weit runtergebuddelt, dass ja nicht mehr geklettert werden muss. Finde ich auch sehr interessant. Nicht flätten. Darüber. Okay, klappt alles.
Bye-bye.